Folge 26 von Benischt bei Heisenberg zockt. Hallo Leute, der Händler ist da und bringt uns Kühe und Hühnchen. Das ist ja eigentlich gut, weil irgendwie, keine Ahnung, was unsere Kühe für Probleme haben, aber wir haben nur noch zwei Stück. Oh, das ist aber gehörig teuer. Und wir haben es versäumt, hier noch ein bisschen Tauschwaren einzulagern. Da müssen wir mal gucken, wenn wir alles anbieten, was wir haben. Bang, 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 bang. Auf was wir da kommen. Hier haben wir noch sowas. Ja, das reicht für... Ah, zwei Kühe. Da sind sie schon, die guten Viecher. Die schwimmen, da guckt euch das mal an. Geil. Dafür haben wir Brücken gebaut. Jetzt haben wir drei Kühe wieder. Oh, da ist sogar noch eine Kuh abgenippelt in der Zwischenzeit. Na, dann seid mal fröhlich, ihr Kühe. Ich hoffe, das ist irgendwie Männchen, Weibchen gut aufgeteilt. Wir könnten durchaus noch einige brauchen. Haben wir wieder was hier zum Tauschen? Ja, da haben sie schon wieder aufgefüllt. Werkzeuge haben wir, das geht. Da haben die jetzt aber ordentlich schnell aufgefüllt, die Jungs. Nee. Doch, hier können wir noch. Nee, da fehlt was. Nee, reicht genau, knapp nicht. Doch, hier haben wir noch was. 49 für die eine Kuh. Scheiße, jetzt haut ab. Ich dachte, ich kann das nochmal zumachen, wieder aufmachen und dann hat es vielleicht wieder nachgerechnet. Nee, hat es nicht. Leider, leider. Wie sieht es eigentlich mit unserem Kohlebergwerk aus? Das muss nur noch gebaut werden. Da bräuchten wir mal wieder die Liste. Diese ominöse, die dauernd zugeht und ich weiß nicht warum. Ja, mal wieder ein bisschen abbauen, weil hier sind schon wieder Leute an Altersschwäche gestorben oder wurden vom Stein erschlagen, ich weiß es nicht. Eins von beiden oder beides zusammen. Ah doch, das geht jetzt aber auch vorwärts. Wo müsst ihr denn nachher hin mit eurer Kohle? Hier runter, hier über die Brücke. Und wo ist dann ein Lager? Nicht wirklich in der Nähe. Und hier beim Stein auch nicht wirklich in der Nähe. Ich denke mal, wir tun denen einen kleinen Gefallen. Wenn ich es denn finde, hier war es. Und machen hier noch ein Lager. Und zwar auf die Seite oder? Ne, hier. In die Nähe des Steinbruchs am besten. Dann können die hier das Eisen und die Steine hinlegen. Da können die Leberer wieder abholen. Dann brauchen weder die Steinmetzen noch hier dann die künftigen Minenarbeiter, weiß ich nicht, wie weit zu laufen. Leberer, das gefällt mir hier nicht. Warum haben wir nicht mehr Leberer? Was ist hier los mit den Kindern und den Schülern? Macht mal vorwärts mit eurem Erwachsenwerden. Ist ja nicht so mit Ansehen. Gemein. Noch zwei Kühe. Mein Gott, da muss doch irgendeine Krankheit im Spiel sein. Warum sagt denn niemand was? Ist jetzt die frisch getauschte Kuh schon wieder tot umgefallen? Na du Kuh, sag mal was. Hast du ein Problem? Ist nicht ersichtlich. Arbeiten tun eigentlich genug Leute hier. Herzmann, 7 von 7. Hm. Blöd. Die müssen sich ja eigentlich vermehren und nicht tot umfallen. Das ist nicht wirklich die Idee des Ganzen. Limit for this has been reached. Nee, du kannst ruhig noch ein bisschen mehr Feuerholz machen. Nicht am falschen Ort sparen. Weil der Kollege hier, der ist eingestellt. Die hier. Damit sie das auch wieder aufforsten. Was liegt denn hier rum? Was ist das denn? Gidi, gidi, git. Ui, und jetzt ist weg. Jetzt hat er es mitgenommen. Sollen das Pilze sein? Ja, ich weiß es nicht. Also das hier sind irgendwelche Pilze oder keine Ahnung. Aber dieses Rote, das sah ja gerade mal ganz mal übel aus. Herzattacke, ja, das gibt's halt auch. Woodcutter fehlt. Gut, füllen wir auf. Stonecutter können wir auch noch einen auffüllen. Noch einen mehr, der baut. Gut, dann kriegen wir das hier dann relativ schnell zusammen wahrscheinlich mit dem Steinbruch. Da ist schon wieder ein Händler.
Plöm sieht. Ja, ich muss nachher mal gucken, was Plöm ist. Ist auch auf dem Bild nicht wirklich zu erkennen. Das ist irgendein Samen. Dann könnte man noch was Zusätzliches anbauen. Was habt ihr denn hier alle für ein Problem? Die haben alle das Produktionslimit erreicht. Na, das ist ja zu überleben. Also, da gibt es einfach anscheinend zu viel von. Was hast du für ein Problem? Ja, wieder mal auf den Stein erschlagen. Okay. Das ist mittlerweile eine freudige Nachricht, weil da könnte auch stehen Starvation. Das wäre dann die schlechte Nachricht. Definitiv. Häuser stehen, alles was wir gebaut haben. Sehr gut. Ist das da der Brunnen? Ja, da ist er zu erkennen. So, ein bisschen ranzoomen. Brunnen, sehr schön. Dann wird es mal wieder Zeit, zum Rathaus zu gehen. Ein Overview zu machen, 104 von 139, also 104 Häuser von 100, für 139 Familien, welch schweres Satz, schwer. Machen wir noch Häuser, gut, jetzt aber gut überlegen, wohin mit den Häusern, nee, vom Marktplatz, auch eigentlich nicht sehr schlau gebaut mit den Feldern neben dem Marktplatz, da müssen wir besser Häuser außenrum haben, damit die nicht weit laufen müssen. Können wir hier vielleicht noch ein paar hinmachen? Ist irgendwie nicht so schlau, weil die hier Holz gewinnen. Aber was wir können hier vielleicht nochmal was hinstellen. Hast du hier Platz? Nee. Hier hättest du Platz. Aber machen wir dich doch hier hin. Hier unten. Hier passen auch noch welche hin. Aber die sind dann so weit ab vom Schuss, das sind dann wieder die, die so schnell hungern. Da machen wir besser keine Sinn. Hier kommt noch eine Sinn. Sehr schön. Auf die andere Seite auch noch eins. Gut. Hier drei. Ne, zwei Bilder. Habt ihr da was zu tun? Dafür haben wir keine Leberer mehr. Müssen wir hier mal wieder ein bisschen abbauen. Vom Steiner schlagen, okay. Wie gleichgültig man das irgendwie dann mittlerweile hinnimmt, wenn hier einer vom Steiner schlagen wird. Das Spiel härtet ab. Das ist irgendwie auf seine Art Hardcore. Also das ist echt vom Schwierigkeitsgrad her und von was man alles bedenken und beachten muss und wie man vorausdenken muss, um Probleme zu sehen. Das sucht schon auch irgendwo seinesgleichen. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Aufbauspielen, zum Beispiel eben mit dem angesprochenen Tropico, das ist ja, da kann man auch mal eine halbe Stunde Mist rumbauen. Mein Gott, dann ist es halt so, dann stellt man höchstens fest, das bringt so nicht viel, dann reißt man es wieder ab, aber passieren in dem Sinn tut nicht viel. Jetzt ist noch ein Fischhaus offen, habe ich das richtig gelesen? Nee, hat doch genug Fischer. Fisherman. Tja, wird das automatisch nachgefüllt? Das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre neu. Ah, wir hängen hier auf diesen 240 Leuten fest. Jetzt erzählt mir noch nicht, dass das Spiel irgendwie so eine Art SimCity-Effekt hat. Dass das nicht über die 240 Leute ausgeht. Oder ein Tropico-Effekt könnte man das auch nennen. Da ist die Limite irgendwie bei... Weiß es nicht mehr genau. Habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Bei 150.000 Einwohnern oder bei 15.000 Einwohnern. Irgendwo darum. Und dann kommen einfach keine neuen mehr. Das finde ich schwach. Das kann man... Konnte man früher damit erklären, dass man ja nicht die Rechner überlasten will, die hätten dann zu viel zu tun, dann laufen die Spiele wieder nicht mehr richtig. Kohle wollen wir, nicht Eisen, Jungs. Baut hier Kohle ab. Dann laufen die Spiele wieder nicht mehr richtig, aber heute hat ja in der Regel, die meisten Leute haben einen Rechner, da kann man das eigentlich problemlos, diese Limitation aufheben. Wir müssen das mal im Auge behalten, also wenn das immer auf 240 bleibt, das würde mich enttäuschen. Ich habe da schon meine geheimen Ziele. Wir haben hier noch ein bisschen Platz. Auch wenn der doch langsam ausgeht. Weil die ganze Map zu bauen können wir natürlich auch nicht wirklich. Dann haben wir keinen Wald mehr. Und ohne den Wald haben wir da kein Brennholz mehr. Gut, man könnte hier noch dann auf die Kohle. Auf die Kohle umsteigen. Und ich sehe gerade, hier hat es viel weniger Kohle wie Eisen in dieser Mine. Naja. Oh, wisst ihr, was mir hier einfällt? So was Blödes. Nee, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, man könnte ja hier einfach statt Eisen dann auf Kohle umstellen und dann würde das Bergwerk wieder gehen, aber das sieht nicht so aus. Das ist... Nee, da kann ich auch die Arbeit nicht wieder aufnehmen. Das ist schlicht und einfach verloren.
die ist schlicht und einfach verloren, die Mine. Sie bringen uns auch nichts. Wir bräuchten mal vielleicht so einen Schuss Medizin. Oder jetzt haben wir wieder zu wenig Eisen. Dann müssen wir hier halt... Ah, die haben sich jetzt natürlich auf die andere Mine noch verteilt. Okay, alles klar. Die sind wahrscheinlich von der Eisenmine weg hier zur Kohlemine, weil hier haben ja auch welche gearbeitet, obwohl wir gar keine eingestellt hatten. Das müsst ihr jetzt halt aufteilen, Leute. Wir haben ja schon 13 Eisen. Mir gefällt das mit diesen Herbalisten immer noch nicht. Die Medizin ist hier immer noch schlecht. Also, noch ein Herbalisten. Hilft nichts. Wo haben wir's? Hier. Irgendwo in den Wald rein, wo nicht schon 10.000 Herbalisten sind. Das wäre hier. Hier hinten haben sie auch nochmal ein Wäldchen. Auf der linken Seite. So. Baut mal schön nochmal einen Herbalisten. Hier ist halt auch schon einer, aber ja. Das ist ein großer Wald mit ganz vielen gesunden Wurzeln und Beeren und schlag mich tot. Da arbeitet keiner mehr als Brauer. Das wird geändert. So, jetzt arbeitet wieder einer als Brauer. 244 Leute. Ah, das ist immerhin zwei mehr als vorher. Ich würde sagen, wir hauen noch mal ein paar Häuschen hin. Oder? Wäre doch sicher nicht nie verkehrt. Overview, 107 von 143. Das verträgt nochmal Häuser. Hier. Hier kann man sogar noch welche hinmachen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt ist vorbei. Da greift der Hügel ins Geschehen ein. Vielleicht hier nochmal eins. Ne, da ist sonst irgendwas im Weg. Hier? Auch nicht. Hier würde eins hingehen. Machen wir das. Der hat sogar seinen extra Weg nachher hier. Sein extra Weg zum Eingang. Was jammert's denn hier unten da unten? Wenig Stein, ja, okay. Was heißt wenig Stein? Ja, ihr habt halt wieder wenig Stein, weil ihr wieder viel Stein braucht, um Häuser zu bauen. Ist schon klar, dann geht der Stein runter. Meinetwegen, solange das Essen auf 17.000 ist, bin ich soweit beruhigt. Die Werkzeuge und Eisen müssen wir halt noch im Auge behalten. Das sieht aber auch gut aus. Und wenn wir jetzt mal irgendwie mit Eisen übel in die Bredouille kommen, dann können wir hier hinten bei diesem Bergwerk ja immer noch wieder umstellen von der Kohle zurück aufs Eisen. Das müssen wir dann einfach dran denken, weil Eisen haben wir nicht im Überfluss, aber wir haben eigentlich genug Werkzeuge. Klamotten haben wir jetzt auch genug. Schön. Medizin, naja. Dafür bauen wir hier den Herbalisten. Der ist eh gleich fertig. Das geht ja zack, zack. Guck mal einer an. Nochmal zwei Herbalisten einstellen. Crushed by a rock. Das drucke ich mir aus und hänge mir es übers Bett. Nicht an Hunger gestorben. Das hätte der gute Mann auch als Meldung einbauen können. Statt wurde vom Stein erschlagen, ist nicht an Hunger gestorben. Das wäre fast sinnvoller. Zwei von zwei Kühen. Ne, vier von acht Kühen. Da müssten wir hier ganz ein kleines Kühchen haben. Da ist es ja. Guck mal, ein Rind. Ne, Kalb. So Quark. Ein Rind. Ah! Ah! Völkerwanderung. Guck mal, Nomaden. Bei 244. Wie viele? Gott, ist das spannend. Das ist fast wie wenn bei Ziehung der Lottozahlen, wenn man dann Lotto spielen würde. 22, aber natürlich, die nehmen wir. Das sage ich jetzt mal ganz großkotzig. Gehe hier aber natürlich dann hasenfußmäßig ganz schnell auf 1 runter. Wo stellen wir euch alle ein? Mal noch ein paar zum Markt. Noch mal ein paar Tauschkollegen. Steinbruch, ja, da können wir schon wieder hier wegnehmen. Die kriegen wir schnell zur Mine noch. Nochmal einer Mine, nochmal einer Steinbruch.
Ja, so passt das. Dann haben die alle was zu tun. Was sie nicht haben, ist ein Haus über Kopf. Weil natürlich hier das Obdachlosenheim schon wieder endlos überfüllt ist. Nur warum dann die Liste hier bis hier unten geht. Aber Leute nimmst du nur die hier oben auf, die, keine Ahnung, was sind da, 10, 12? Das ist auch komisch, weiß ich auch nicht. Müsste man je nachdem bald, schon bald mal nochmal ein Obdachlosenheim bauen. Ist halt ein bisschen doof. Ja, aber es wäre schon nötig, weil wenn die Nomaden kommen, eben, es ist dahingehend doof, weil man sie eigentlich nur braucht, wenn Nomaden kommen. Ansonsten haben die Leute alle ein Dach über dem Kopf. Die ziehen hier ja auch ganz frech einfach mal irgendwo ein, wenn sie kein Dach über dem Kopf haben. Also, da wird keine Rücksicht genommen. Eben, es gibt dann einfach keine große Vermehrung mehr in diesem Umkreis des Hauses, aber eine Wohnungsnot im eigentlichen Sinne entsteht trotzdem keine. Ja gut, jetzt haben wir 260 Leute. Das ist doch auch schon mal fett. Und immer noch 4 Kühe. Also die Krankheit scheint auch soweit besiegt sein. Ja Leute, lasst uns gucken, ob wir in der nächsten Folge vielleicht mal Richtung 300 Leute kommen. Das wäre doch dann nächstes Etappenziel. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich. Das Wort hoffentlich jetzt zum vierten Mal und dick unterstrichen. Das nächste Mal wieder. Gut, tschüss.